Moin Moin zusammen und willkommen zurück zur Definitive Edition von Outward. Ich habe schon mal ein paar Sachen fertig gemacht, bevor ich gestartet habe wieder. Wir waren ja letzte Folge zurück Richtung Berg mit den Taschen voller Sachen. Und ich konnte mir ein paar Astraltränke brauen, zwei Stück. Ja, das ist sehr gut fürs nächste Mal rausgehen. Ich habe ja auch nämlich beim Händler Turmap gefunden, ein paar direkt gekauft. Doch, was machen wir jetzt eigentlich? Verkaufen, schlafen und direkt wieder los und ein wenig die Umgebung erkunden. Außer wir kommen jetzt auf genug Geld, um noch was zu lernen. Die hier brauchen wir nicht mehr. Nein, die hier brauchen wir nicht mehr. Die können weg. So, und ansonsten können wir eigentlich dann auch die Druckplatte hier verkaufen. Ich meine, den Skill habe ich nicht. Ich kann sie nicht benutzen. Wir kommen, glaube ich, jetzt schon auf genug Geld, um noch ein Skill zu lernen. Machen wir erstmal annehmen. So. Was haben wir denn? Ah, 600. Wunderbar. Und wir haben hier eine Fastere. Die kann schon mal weg. Wasser muss ich mir holen. Den benutze ich sowieso nicht. Den kann ich noch gut benutzen. Für warme und kalte Temperaturen ist der Trank gar nicht schlecht. Guck mal, die hier können weg. Das Meeresfrikassee brauche ich, aber den Pilzläuterer nicht. Das hier ist wie das, nur in besser. Aber der hält sehr lange. Das heißt, den behalten wir. Die gesteigerten Fähigkeiten im Kampf habe ich noch nie benutzt. Ich werde mal einfach alle verkaufen, bis auf eins. Haben wir noch was? Die hier muss ich gleich noch da vorne bringen. Ansonsten fertig, ne? Ja. So, bei wem musste ich denn jetzt noch... Nein, die brauchte nicht das, was ich gefunden habe. War der das? Ach, Manticore. Das war der mit den Manticoren. Wer war das denn nochmal mit... Ich kann ja auch mal eben... Licht, grün, blau. 3-1. So. Wie kann ich dir echt danke dir? Okay, der war es auch nicht. War es der Kseid ganz oben? Oder was ist der Schmied vorne? Ich weiß es nicht. Gucken wir mal oben. Hier war ja auch noch ein Händler. Schrägstrich Lehrer. Lernen wollen wir nichts, aber ich habe irgendwo eine Quest angenommen bezüglich der Bestien-Golems. Ja! Meuchel-Elixier habe ich jetzt bekommen. Zwei Stück. Ich weiß nicht, ob es gut ist. Was macht das Meuchel-Elixier? Deine Geschwindigkeit und Tarnung erhöht, sowie deine ausgerüstete Nahkampfwaffe mit Gift überzieht. Hört sich gut an, wenn ich Nahkampfwaffen benutzen würde. Naja, verkaufen wir dir mal eben den Säbel, den haben wir schon und brauchen den nicht mehr. Und die Harpune kann auch weg. Waffen herzustellen, ja, das brauche ich erstmal alles nicht. Das brauche ich erstmal alles nicht. So. Gut. Geld haben wir. Genug für einen neuen Skill. Was nehmen wir denn dann jetzt? Mal schauen. Ich glaube, das mit den Runen, das mit dem Buch in der Offhand, das ist erstmal noch nicht so wichtig. Aber ich denke, die verstärkten Zauber werden gut. Wenn wir das jetzt machen. Lass das schon mal mitnehmen. Dann kann ich es morgen nicht vergessen. Wie kann ich dir helfen? So, wandelndes Lexikon nicht. Runische Vorsilbe. Sämtliche sind mächtiger oder besitzen weitere Effekte. Muss Mana-Quelle. Aber habe ich mal. Den habe ich doch. Ach, ich muss das erst lernen. Ich dachte, ich könnte hier alle lernen. Okay, dann muss ich das zuerst lernen. Kompliziertere Runenkombinationen. Okay, ich habe jetzt nicht genug Mana, um da ein bisschen mit rumzuspielen. Ich mache das jetzt mal folgendermaßen. Wir schlafen jetzt einfach mal einen Tag, nicht einen Tag, eine Stunde hier im Pflanzenzelt. Und vielleicht habe ich ja jetzt schon Mana dann. Komm schon. Komm schon. Los. Ja,
So, zuerst mal machen wir Licht. Licht ist grün-blau. Grün. Blau. Und jetzt nehmen wir, warte mal, grün-rot. Grün. Da ist die Blitzkugel. Wusste ich doch. Jetzt kann ich mit grün, rot eine Blitzkugel schießen. Wunderbar. So. Physischer Schutz war blau-lila. Jetzt will ich mal kurz gucken. Die Falle rot-grün. Rot. Grün. Jetzt ist die Falle hier. Aber ich weiß noch nicht, ob sie mehr macht. Okay, ich weiß, dass ich den Blitz kann. Und damit habe ich einen weiteren Zauber gelernt. Vielleicht... Warte mal, was machen wir denn noch? Habe ich irgendwas, was mit lila anfängt? Nee, ne? Machen wir doch mal lila. Grün. Rot. Achso, weil ich grün-rot gemacht habe. Lila. Grün. Blau. Ach, grün-blau ist ja das Dingens, ne? Ja, muss ich immer gucken, ne? Lila. Rot. Hat nichts gebracht. Okay. Dann ab ins Pflanzenzelt. Vorbereiten für den nächsten Tag. Schlafen wir mal 3-4 Stunden. Gut, was hatten wir letzte Folge mal? Wir haben den Wachturm gemacht, ne? Den Wachturm und... Noch was? Ja, das vergessene Dorf mit dem Ascheriesen davor. Das ist zerlegte Dorf, nenne ich es einfach mal. War ja völlig kaputt. Gut, wie viel Platz habe ich? Ich habe fast gar keinen Platz. Warum habe ich so wenig Platz? Was nimmt denn hier so viel Gewicht ein? Wahrscheinlich die ganzen Sachen hier, ne? Alles so zusammen. Die nehmen 2 ein. Die nehmen 1 ein. Dann sind das die ganzen Harpunen, hm? Die ganzen Harpunen nehmen so viel Gewicht weg. Da muss ich noch ein paar Sachen verkaufen. Okay. Hat der Alchemist noch ein bisschen Geld? Wie kann ich dir helfen? Ja. Also, Meuchel-Elixier benutze ich nicht. Weg damit. Ausdauertrank benutze ich nicht. Wetter, den machen wir auch weg. Das habe ich noch nie benutzt. Das auch nicht. Bringt ja nichts, wenn ich die Sachen behalte. Das ist, glaube ich, gut. Wobei, nein, brauche ich nicht. Albtraumpilz habe ich noch kein Rezept für. Weg damit. Habe ich jetzt nur einen von weg. Alle weg. Meeresfrikassee. Reicht, wenn ich 6 habe. Räucherwurz habe ich gerade nichts für. Weg damit. Turmep brauche ich, den behalte ich. Weg damit. Da habe ich kein Rezept für. Die können alle weg. Der verschimmelt nicht und ist gut. Guck mal hier, das sind 2 Stück, ne? Auch weg damit. Lebkrautli. Die behalte ich. Weg damit. Mana-Steine wiegen eine Menge. Mana-Steine in Kaltsteine umwandeln. Ach, der kann schon gar nicht mehr bezahlen, was ich ihm alles gebe. Okay, was wiegt, ist am teuersten oder was? Okay, das hier behalte ich. Und ein Meeresfrikassee. Guck mal, da haben wir jetzt schon fast wieder das Geld zusammen. Und immer noch so viel in der Tasche. Hey, bin ich blind? Reiseproviant nimmt eine Menge ein. Was müssen dann noch? Die Rüstung? Komisch. Ganz komisch. Den vergesse ich immer anzulegen, den Helm. Richtig dumm. Gehen wir einfach mal los. Warte mal. Ach ja, hier kann ich nicht sehen. Wir haben einen Eingang von Berg Richtung Halbinsel noch nicht wirklich unter die Lupe genommen. Das könnte man auch noch machen. Ach, warte mal. Das ist beunruhigend. Warum? Boah. Mir juckt die gerade die ganze Zeit die Nase. Das geht mir auf den Zeiger. Die benutze ich einfach nicht. Dann benutze ich die hier stattdessen.
Davon brauche ich gar nicht so viel. Da können 4, 5 von weg. So, das weg, das weg. Die alle 3 weg. Das weg. Ja. Und das lassen wir dann erstmal so. Gut, dann haben wir auch schon fast das Geld zusammen, um die rechts oben was, ne? Dass sie zusätzliche Effekte bekommen. Gut. 150 Kohlen noch. Sollten wir mit einem Rutsch schaffen. Wo gehen wir denn jetzt hin? Also, wir waren hier. Hier waren wir auch. Ist das Antlitz der Ahnen? Ich würde aber mal sagen, hier ist nämlich noch ein einsamer Turm und ein einsamer Turm und das die zerstörte Siedlung. Wir gehen jetzt hier an der verlassenen Anleger vorbei, hier drüber, laufen dann hier rum und dann hier so rum. Warte mal, das markere ich mir eben. Also, hier, aber vorher hier, mit einem Stopp hier, über das, nach da, nach hier. Dieses Gebiet gehen wir ab. Okay. Anlieger, rechts rum. Ich könnte eigentlich schon mal das wegmachen hier. Und das hier machen. Perfekt. Gut. Hier war nichts beim Anlieger, ne? Nein, hier war nichts. Hier war nichts. Das war das, was mich so verwirrt hatte. Ist da einfach nur ein, ich sag mal, eine Schiffswerft ist in Theorie. Aber in dieser Schiffswerft ist einfach nichts drin und die macht auch eigentlich keinen Sinn, weil wofür soll man so einen großen Hafen oder Schiffswerft bauen, wenn man nirgendwo damit hinschiffern kann, was man da baut. Ist ja alles mit Brücken und so weiter abgesperrt. Die müsste man ja erstmal alle wegmachen. Moos auf der Brücke? Mach mal Moos auf der Brücke. War der Gärtner nicht da, oder was? So. Fische nicht vergessen. Auf der anderen Seite sind vielleicht auch noch Fische. Nee. Nee. Gut, dann mal da oben hin. Dem Weg folgen. Vielleicht ist ja irgendwas hier. Da ist so eine Fangschrecke. So ein Flusskrebs ist es, glaube ich. Gut, warte mal. Ich muss erst das Licht machen und dann kann ich den nämlich abballern. Sowas, ne? Licht ist grün-blau. Grün-blau. So, und dann kann ich mit dem Blitz mit grün-rot. Ja, dann. Wo ist er denn? Da vorne. Halt. Okay, seine sind maximal stärker als meine. Und er ist runtergefallen. Dann soll er da unten bleiben. Da ist noch eine Kiste. Oh, ein Riesenbaum war hier. Machen wir den. Den machen wir gleich. Der ist ja da unten am, ich sag mal, Strand. Erstmal sammeln wir die Sachen an, die wir gerne haben wollen. Maismapot. Pot. Ode. Schade, da ist noch was. Hinder. Halt jetzt einfach mal den Zaubererhut auf. Dann kann ich nicht vergessen, den zu wechseln. Vielleicht müssen wir aber mal eben die Nase putzen, glaube ich. Ja. Guten Morgen. Okay.
Sekunde, kann ich mir mal eben kurz die Nase putzen. Bedürfnisse kennen wir. So. Da ist irgendwas oben. Okay. Wenn ich hier runtergehe, bin ich drin. Und da ist so ein... Okay. Vorbereiten. Da sind Gegner. Blau-lila. So, Licht nochmal neu machen. Grün-blau. Jetzt brauchen wir noch eine Waffe. Rot-lila. So. Falle müsste besser sein. Rot-grün. Rot-grün. Gut. Ja, wusste ich's doch. Rot. Komm hierher. Grün. Perfekt. Perfekt. So, hier ist ein Schlafsack. Kurz nochmal die Falle gespickt. Ich kann mir die noch nicht so gut merken. Rot. Grün. So, ich habe das Licht und da ist ein Blitz. Grün-rot. Nicht geklappt. Wunderbar. Oh! Oh, ist das widerlich, das Vieh! Bah! Meuchelkäfer. Sah der widerlich aus. Den haben wir von hier unten gesehen. Gut. Ein bisschen Sachen, die wir verkaufen können. Schön, schön. Dann gucken wir mal. Vorne ist der improvisierte Schlafsack. Kann nicht von hier geöffnet werden. Gibt es hier vielleicht irgendwo einen Hebel? Nein? Dann komme ich von hier nicht rein. Okay. Dann müssen wir wieder raus. Ah. Bah. Ist überhaupt nicht meins. Es gibt ja Leute, die finden Insekten total interessant. Nein, danke. Nein, danke. In Mekarwald. Du kannst mit Leuten auf deiner Freundesliste zusammen spielen. Versuch dich im Multiplayer, entweder im Splitscreen oder Online-Modus. Ja, das geht. Hatte ich aber auch schon mal erwähnt. Wie gesagt, mit einer Modifikation geht es auch mit mehr als zwei Leuten. Sie ist nur ein bisschen verbuggt. So, machen wir den Flusskrebs noch oder lassen wir den einfach Flusskrebs sein? Können wir lassen Flusskrebs sein? Dann brauchen wir jetzt nicht so rumlaufen. Gucken wir uns lieber die neuen Sachen an. Oder ist er ja schon? Dann, Melee Mage. Der Melee Mage. Der geht in Nahkampf und legt dir Fallen unter die Füße. Und tankt einfach alles weg, was sie ihm in die Fresse wirst. So. Dann haben wir das fertig und gehen jetzt hier vorne hin. Ich muss nochmal das Schwert. Das Schwert ist rot-lila. Rot-lila. Ich muss mir jetzt die Nummern merken, das ist leichter für mich.
4-2 ist Schwert. 4-3 ist Falle. Nee, rot-grün. 3-4 ist Falle. Oh. Hm, Fische. Fische nehmen wir immer mit. Zack. So, da links geht's wieder, wo wir den Ascheriesen gekloppt haben, hin. Da brauchen wir nicht. Okay. Warte. Rot-grün. Bleib stehen. Bleib stehen. Ach. Was ist nochmal der Blitz? Grün-rot. Oh! Korallenhorn heißt, der hat eine Menge Fleisch. Nein, wir wollen hier nicht hin. Wir haben hier vorne den Abzweig rechts, ne? Genau. Abzweig rechts. Schön, schön. Hätte mir mehr Salz aus den Halbinseln mitnehmen sollen, fällt mir gerade ein, weil ich bin gerade am Überlegen, was ich so mit den Sachen, die ich gerade alles einsammeln, mache. Und es ist sinnig, dass ich zum Beispiel aus dem Fleisch Jerky mache. Warum Jerky? Man kriegt relativ viel raus. Aus 2 Fleisch 5 Jerky. Das 2 Fleisch geben umgerechnet 5 Silber. Aasfresser, Schal. Mhm. Nett. Hier ist eine Treppe. Die ist hier nirgendwo eingezeichnet. Da gehen wir nicht hoch. Hey, wo ist das denn? Ach, hier, das ist das hier. Da könnte man zum Klüngel der Winde gehen. Aber das ist nicht für heute vorgesehen. Auch wenn ich sehr neugierig bin, ist der Klüngel der Winde nicht vorgesehen. Jetzt. Wir hören noch irgendwo was. So weitläufig hier. Aber hier ist irgendwie nix. Ich halte immer so die Augen offen, aber sehe nie was. Das ist ein Alpha-Korallenhorn. Ah, ist schon wieder abgelaufen hier, das Meeresfrikassee. Okay. Drei, vier ist Falle, ne? Rot-grün. Rot-grün ist Falle. Dann ist 4-3 Falle. Oh, ich bin ein Idiot. So, da ist er. 4-3. Hey. What the? Au, au, au. Warte mal, 4-3 ist Falle. 4. Drei. Junge. Oh. Ich habe meine Laterne angemacht. Hey, der haut ab! Hallo? Oh, ne. Was ein Frechdachs. Brauch mal einen Rucksack. Jetzt regnet's auch noch. Ach, guck mal da. Naja, dann weiß ich, was ich jetzt mache. Licht, grün-blau. 3-1 ist Licht. Dann sind... Der Blitz ist grün-rot. 3-4 ist... Ah, jetzt kann ich mir das besser merken. Und zwar 4-3, also rot-grün, Falle 3-4,
Schuss. Das ist eine Eselsbrücke hier. So, meine Uhr ist gerade abgegangen. Perfekt. Gut. Kollege Schmalspur. Der läuft die ganze Zeit weg. Wie weit läuft der denn dann weg? Kann ich hier rechts dran vorbei und den dann so in die Wand drücken? So. Krieg nichts Target. Und der rennt da einfach hoch. Der macht das wie Rudolf. So ein Penner. Okay. Dann nicht. Boah! Wespe! Moment! Ja, Gefahr gebannt. Also, wo war ich denn jetzt? Irgendwo hier vorne. Ja, ich bin hier so querfeldein wegen dem Alpha-Korallenhorn. Problem ist, dass die weglaufen. Da muss ich mir noch was für ausdenken. Und die kriegen über die Fallen auch nicht so viel Schaden. So, da vorne links liegt irgendwas Dickes. Eieiei. Sieht ja fies aus. Ah, weiß. Vielleicht machen wir auch irgendwann mal so ein Ding. Das Horn, was der auf der Stirn hat, das erinnert mich an Schattenläufer. Aus Gothic. So. Wer mit dem Vorratslager. Und wer hat diese Vorratslager eigentlich gefüllt? Bestimmt was gäbe. Der uns schon zweimal gerettet hat, der Dude. So, sind hier sauberes Wasser. Das sieht aber nicht so sauber aus, wenn ich ehrlich bin. Nett. So, jetzt können wir eigentlich auch... So. Muss ja noch ein Thumbnail machen. Mal mit Regen. Zur Abwechslung. Gut, das haben wir. Dann muss man gleich mal auf die Karte gucken, ob wir was... Beziehungsweise hier so in der Landschaft gucken, ob wir irgendwas finden, woran wir uns orientieren können, zwecks Karte. Was ist das? Räumerwurz. Achso. Ja. Mensch. Hast du übersehen? So, alles voll, ein Riesenfeld und nicht eine Pflanze, die man aufheben kann. Irgendwo hier sind, wir sind wahrscheinlich hier. Gerade genauso auf Höhe des... Ja, das hier ist wahrscheinlich die zerstörte Siedlung. Zerstörte Siedlung, ja. Wir sind gerade in der zerstörten Siedlung. Gut. Dann weiß ich ja, wo wir sind. Dann kann ich die zerstörte Siedlung schon mal abhaken. Das haben wir fertig, das haben wir fertig. Das haben wir fertig. Dann müssen wir jetzt nur noch hier oben hin. Dann haben wir noch einen einsamen Turm und noch einen einsamen Turm. Haben wir es noch? Mal sehen, wie groß die sind. Mit den neuen Runenzaubern sollten wir die Geister, die vorne waren, auch alle relativ schnell wegmachen können, wenn da noch welche waren. Es sind. Was ist denn hier links? Der Baum da hinten sieht so interessant aus. Aber wir wollen natürlich nicht die Krabbenaugen hier vergessen, ne? Und da hinten sieht es aus, als würde es zum schwarzen Troll gehen. So. Was haben wir denn hier? Eine Vorratskiste? Okay.
So, ich aus Neugierde werde ich da oben hochlaufen, auch wenn ich mir wieder vorstellen kann, dass da mal wieder nichts ist. Das ist ein Stein. Jetzt habe ich ein bisschen Schiss. Aber, wie ich gesagt habe, hier ist nichts. Es ist traurig, als wäre jemand hier nicht fertig geworden, der hier was machen wollte. Hey, da vorne ist ein Zelt. Oh, ein großes Zelt. So, eine Träumerwurz. So, bevor wir ins Zelt gehen, werden wir natürlich uns ein paar Buffs holen. Zum einen den physischen Schutz, blau-lila. Ein Schwert müsste 3-1 sein. Ne, das war das. Was war nochmal? 4-2 müsste das Schwert gewesen sein. Aha. Und 4-3 ist Falle. Rot, genau. Falle, Schuss. Jetzt habe ich's. Wenn deine Gesundheit oder Ausdauer nachlässt während eines Kampfes, verringert sich deine Max-Gesundheit oder Ausdauer. Schlafe in einem Zelt oder Gasthaus, um deine maximale Gesundheit und Ausdauer wiederherzustellen. Hä? Okay, nicht zu ungut. Tschüss. Darauf war ich nicht vorbereitet. Darauf war ich absolut nicht vorbereitet. Ausrüstung genutzt mit fortgeschrittener Benutzung ab und wird schwächer. Gegenstände können während der Rast im Zelt repariert werden. Okay. So, jetzt brauchen wir eine pikante Paste. Das sah ziemlich weird aus, wie der die gegessen hat. So, Mana. Warte, Waffe habe ich. Leben ist voll. Bereiten wir die Falle vor. Komm schon. Schneller. So. Was war das? Normales Gespenst. Sah irgendwie heftiger aus. Mana-Steine. Ich wollte gerade in den First-Person-Sicht gehen, wie in Skyrim. Aber es klappt nicht. Was war das vorhin für ein Elixier? Krieger-Elixier. Mächtiges Brot des vorübergehenden physischen Schaden und die Wucht deiner Angriffe erhöht, sowie den Disziplinsegen gewährt. Oh, da liegt er. Leichnam eines Arbeiters. Zwei Alchemieausrüstung. Hat aber jemand viele. Und der hier gelebt hatte, der müsste eigentlich recht stark gewesen sein. Schade, dass wir das Tagebuch hier nicht lesen können. Gut. Dann legen wir mal ein paar Sachen von A nach B. Ah, Mist. Aber das kriegen wir hin. So. Schon besser. Und hier einen Schluck trinken. Und dann passt das. Das muss reichen. Oh! Keine Mana-Regeneration mehr. Turm mit einem Topf. Wo habe ich den denn her? Naja. Essen wir mal. So. Hinten war noch ein... Ich meine, entweder ein Krabbenauge oder was zum Abbauen. In den Berg rein, so. Was? Da. Nee, nicht zum Abbauen. Das war ein Vorratslager. Vorratsversteck. Wunderbar. Wer damit? Okay. Dann können wir weiter. Aber dann schaffen wir nicht mehr die beiden Türme. Aber gut, wer hätte damit gerechnet, dass es hier ein Zelt gibt? Und ein paar andere Dinge halt, ne? Waffe ist jetzt weg. Ist nicht schlimm, wir können uns eine neue holen.
müsste 4-2 sein, wenn ich mich nicht vertue. Rot, lila. Yes. Und 1-2 ist physischer Schutz. Wunderbar. Ich glaube, 3-1 ist Licht. Also grün, blau. Grün. Sieht so aus. Okay, okay, okay. Da ist noch ein Turm. Und was war da? Da war was lila am Leuchten. Ein Gespenst. Das machen wir kaputt. Leben ist voll, Ausdauer ist hoch genug. Gehen wir mit einer Falle rein. Dann hat er schon fast keine Stabilität mehr. Siehste. Und schon erledigt. So einfach geht das. Huch. Nicht rutschen. Rutschen kann gefährlich werden. So. Ich habe jetzt übrigens auch überlegt gehabt, gerade mal so nebenbei, ist mir so in den Sinn gekommen, wenn man das mit dem Runenbuch lernt, dass man das nicht mehr tragen muss, das ist eigentlich gar nicht so dumm. Denn, komme ich hier überhaupt raus? Ach, da. Dann kann man ja ein Schild tragen. Ist das ein Gegner oder eine Leiche? Ist noch eine Leiche. Gut, dann gehen wir mal zum Typ. Oh, da ist eine Alpha-Koralle und zwei normale. Aber die laufen nur wieder weg. Vergiss es. Nervige Dinger. So, die ganzen Krabbenaugen und so sind jetzt nicht so wichtig. Und Gabären. Lieber will ich zu dem Turm da vorne hin. Nur der Sammlertrieb lässt mich nicht. Sammlertrieb, lass los! Lass mich zum Turm! So ein Mist. Ist auch sowas wie eine Art Stonehenge, ne? Was haben wir denn da? Da wohl noch ein Geist ist? Ne. So ein Krabbenauge. Das ist so ernüchternd. So ernüchternd, dass da einfach nichts ist. Da vorne ist so eine Alpha-Koralle. Das ist auch Koralle, oder? Ich sag das hier die ganze Zeit völlig selbstverständlich. Da ist ein Tier. 3-1. Und? Ein Feind. So. Was habe ich denn jetzt gemacht? Oh, der ist stark. Krankheit! Brauch einen Heiltrank. Sekunde. Was war das denn? Okay, einer weniger. Jetzt habe ich das Problem, dass ich keinen Dingens mehr habe. Kein Mana. I've got an idea. Wer ist denn das? Wenn ich jetzt einen Trank trinke, dann haut er mir in den Nacken. Lassen Sie mich in Ruhe. Ich habe Ihnen nichts getan.
Okay. Und was ist denn hier? Banditen, Menschenjäger, was? Ein Brot der Wildnis. Ein Recurve-Bogen. Und eine ganze Menge anderen Kram. Gut, es gibt hier noch so eine schöne pikante Paste, die ich nehmen muss, wegen der Infektion. Wo ist sie? Da müsste doch die sofort weg sein, ne? Schön. So, einmal ein Meeresfrikassee, bitte. Und... ja, legen wir mal einen Verband an, ne? So. Ich hätte vielleicht vorher den physischen Schutz reinmachen sollen, dann wäre das nicht ganz so schlimm geworden. Ich glaube. Ja. Die Türme schaffen wir nicht mehr. Die Taschen sind voll. Dann müssen wir die Türme nächste Folge machen. Und die Türme nächste Folge. So, was ziehen wir denn an, um zurückzulaufen? Erstmal hier die wunderschöne passende Mütze. Die schmeißen wir mal weg. Die auch. Kann man nämlich nicht verkaufen. Und ich spiele nicht mit dem Bogen. So, erstmal brauchen wir eine schwere Waffe, ne? Die wiegt 4, die wiegt auch 4. Ich habe aber kein Schild. Die wiegt 5. Passt. So. Ich glaube... so haut das hin. Gut, dann werde ich mich zurück nach Berg bewegen und wir starten nächste Folge im Berg. Und ja, danach ist es ja auch schon wieder sowieso wieder dunkel, ne? Ja, starten wir nächste Folge im Berg und gucken uns danach dann die beiden Türme hier an. Vielen Dank fürs Zuschauen und guten Start in die Woche. Ciao.